Herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um einen der größten Baustoffproduzenten der Welt, LafargeHolcim. Aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich Vivien Spanberg von Vontobel. Ja, Frau Spanberg, LafargeHolcim. Von LafargeHolcim gab es zuletzt einige Nachrichten. Die jüngste Meldung, LafargeHolcim hat in den USA Einigung in einem Rechtsstreit erzielt. Die Schadenssumme soll niedriger ausfallen als befürchtet. Wie wichtig ist denn diese Meldung für LafargeHolcim? Ja, Rechtsstreitigkeiten sind, glaube ich, für kein Unternehmen positiv. Und so ist wahrscheinlich LafargeHolcim auch hier froh, dass sie das irgendwann ad acta legen können. Es geht vor allem um enteignete Grundstücke auf Kuba. Und hier möchte dann auch der Vergleich feststehen. Der soll auf 160 Millionen Dollar festgelegt worden. Und da sind auch Anwaltskosten, der dreifache Schadensersatz und auch die Zinsen mit schon drin. Und wenn man sich mal die Klageschrift anschaut, wie sie am Anfang gestanden hat, da wurden schon alleine die Grundstücke und die Immobilien mit 270 Millionen bewertet. Da würden dann noch Anwaltskosten und Ähnliches drauf zukommen. Deshalb ist es 160 ein bisschen positiver in dem Fall zu bezahlen als schon allein 270, wo die Immobilien mit bewertet worden sind. Für LafargeHolcim wahrscheinlich am Anfang erstmal ein großes Stück, das bezahlt werden muss, aber in dem Fall positiver als die andere Summe, die noch im Raum stand. Und sie sind wahrscheinlich dann auch einfach froh, dieses ad acta legen zu können. Deshalb ein bisschen Glück im Unglück in dem Fall, weil sie müssen trotzdem bezahlen. Dann kommen wir doch gleich mal zur nächsten Meldung. LafargeHolcim hat nämlich zuletzt Griechenland-Geschäfte von Heidelberg Zement gekauft. Wie passt der Deal in die Strategie von LafargeHolcim? Ja, der Deal kommt vor allem daher, dass sie ihre Stärke oder sie wollen ein bisschen ihre Position stärken, vor allem in Zentralgriechenland in dem Fall, aber auch die nachhaltigen Lösungen, also die nachhaltigen Gebäudelösungen in dem Fall. Und das sollen die Werke in Griechenland machen oder dafür sind sie auch schon da. Und nachhaltig in dem Fall, dass die Zementproduktion zum Beispiel 8% der CO2-Emissionen ausmacht im Moment weltweit. Und da ist vor allem auch LafargeHolcim hinterher, dass hier so ein bisschen positiver der Carbon Footprint ausgestaltet wird. Und da ist das Griechenlandwerk auch dafür da. 2050 möchten sie komplett klimaneutral, also CO2-neutral Zement produzieren. Es ist noch ein langer Weg dorthin, weil 2050 ist noch etwas ins Land gegangen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass nachhaltiger produziert wird. Und das ist nicht nur für LafargeHolcim wichtig, sondern auch für die Unternehmen, die dann hier die Werkstoffe einkaufen von diesen. Deshalb ist Griechenland jetzt auch nicht die größte Akquisition gewesen für LafargeHolcim und auch nicht die erste. Das ist schon die fünfte dieses Jahr und es geht auch wahrscheinlich immer weiter. Aber es ist ein kleiner Schritt, vor allem in die Strategierichtung, dass man hier nachhaltiger einfach Baustoffe auch produzieren möchte. Jetzt setzen ja viele Regierungen derzeit auf Konjunkturprogramme. Denken wir nur an die USA mit dem 2-Billionen-Paket. Baukonzerne gelten als Profiteure von den ganzen Konjunkturmaßnahmen. Inwieweit könnte LafargeHolcim Nutzen aus den ganzen Programmen ziehen? Ja, als größter Zementhersteller der Welt wird wahrscheinlich auch LafargeHolcim hier etwas davon profitieren. Kurz-mittelfristig wird vor allem im zweiten Halbjahr 2021, also ist jetzt eigentlich schon vor der Tür, erwartet, dass die Konjunkturprogramme gerade im Infrastrukturbereich relativ stark sein werden. Und in dem Fall wird auch LafargeHolcim davon wahrscheinlich sehr stark profitieren. Schon alleine die Meldung oder auch die Annahme dahin, dass es im Baustoffsektor jetzt ein bisschen weiter aufwärts geht. In der Corona-Pandemie war es ja kurzzeitig auch zum Erliegen gekommen. Haben Sie jetzt auch schon positive Nachrichten dafür erhalten? Und gerade LafargeHolcim, größter Baustoffhersteller und größter Zementhersteller der Welt, wird wahrscheinlich der erste sein, dem die Kunden die Bude einrennen. Dann ziehen wir noch mal ein bisschen einen Vergleich zur Konkurrenz. Wie ist denn LafargeHolcim im Vergleich zur Konkurrenz aufgestellt? Ja, gerade in der Corona-Krise hat man gesehen, dass alle Baustoffhersteller relativ stark darunter auch gelitten haben. LafargeHolcim hat es relativ gut gemacht. Sie haben den Aktionsplan Health, Cost and Cash hervorgerufen. Dort haben sie ihre Kosten einfach dramatisch senken können, besser als sogar als erwartet. Dann hatten sie eigentlich relativ positive Energiepreise, die sind nämlich gesunken und sie haben ihr Investitionsvolumen auch noch gesenkt. Und dann kam hinzu, sie haben ihre Preise erhöht. Und sie sind somit eigentlich aus der Krise profitabler herausgekommen, als sie waren. Da haben auch so ein paar Stimmen gesagt, ja, das hättet ihr auch mal vorher machen können. Dafür braucht ihr erstmal so eine richtige Krise. Nichtsdestotrotz haben sie profitabler, sind sie aus der Krise gekommen als reingegangen. Und in dem Fall, wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, Heidelberg Zement,
Das ist Cemex aus Mexiko und Anhui Concement aus China. Die haben alle Zement im Namen und davon möchte zum Beispiel LafargeHolcim ein bisschen weg. Ist natürlich immer noch der größte Hersteller der Welt, aber sie möchten sich ein anderes Standbein mit aufbauen. Das haben sie jetzt gemacht, indem sie Firestone Buildings dazu gekauft haben, Flachdachhersteller, und möchten eigentlich ein Komplettanbieter für kommerzielle Gebäude werden. Und in dem Fall werden sie das wahrscheinlich auch relativ gut schaffen. Und sie sind somit damit ein bisschen diversifizierter als die Unternehmen, die nur Zement im Namen stehen haben. Schauen wir zum Schluss wie gewohnt auf die Aktie. LafargeHolcim hat sich vom Corona-Einschlag im März 2020 gut erholt. Wie wird die Aktie am Markt momentan wahrgenommen? Ja, im März hat die Aktie erstmal die 30 Schweizer Franken touchiert, ist kurz drunter gekommen und ist jetzt eigentlich seitdem nur noch im Aufwärtstrend. Kurze Rücksetzer nicht ausgeschlossen, aber aktuell steht sie ungefähr bei 54 Schweizer Franken, das sind 90% vom Tief im März. Und in dem Fall wird auch der Aktie noch ein bisschen was zugetraut. Das 12-Monats-Kursziel bei Bloomberg liegt bei 64 Schweizer Franken, das sind noch 18%, die Aktie hier machen könnte. Konsensseitig sind 82% der Bloomberg-Analysten sehen hier das Buy, 15 das Hold und nur 3% das Sell-Rating für die Aktie von LafargeHolcim. Und in dem Fall wird auch einfach dann erwartet, dass die Konjunkturprogramme, die einzelnen Zukäufe, die sie jetzt auch gemacht haben, noch positiv auf der Aktie für die nächsten 12 Monate lasten werden. Sagt Vivian Spalenberg von Vontobel. Vielen Dank. Ja, das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich, heute mit dem Thema LafargeHolcim. Hier noch kurz eine Anmerkung: Das Unternehmen hat sich Anfang Mai auf der Generalversammlung eine Umbenennung absegnen lassen und heißt bald wieder Holcim. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.